Es müssen wohl schon ganz besondere Rennkarossen sein, wenn sie trotz dieser mageren Ausstattung eine Sicherheitsplakette bekommen. Es sind Seifenkisten, Marke Eigenbau. Ihre Konstrukteure und Piloten trafen sich zum 7. Seifenkistenrennen in der Nordhäuser Altstadt. Doch bevor es richtig losging, kontrollierte Udo Kürbis die Gefährte auf ihre Sicherheit. Es kommt darauf an, dass die Lenkung funktioniert, dass eine Bremse ist und als Zusatz noch eine Feststellbremse. Also ist nicht so streng wie bei der Abnahme normalen Autos. Nein. Spaß hat Vorrang. So steht bei dem Bau der Seifenkisten der Kreativität fast nichts im Weg. Es gibt aber auch Grenzen. Das Fahren mit Anhänger ist nicht gestattet. Konstrukteur Uwe Peters ging es wissenschaftlich an. Damit er sein großes Fahrzeug, dem echten Nordhäuser, noch gut durch die Spitzkehre lenken kann, besorgte er sich von der Wasserwirtschaft den Lageplan der Wasserrohre an dieser Stelle, um daraus den Radius der Kurve berechnen zu können. Doch vor dem Start standen alle vor der gleichen Herausforderung und mussten ihre Seifenkisten bei sonnigen 28 Grad die Altstadt hinaufbringen. Zeit genug, um einen der Mitbegründer des Nordhäuser Seifenkistenrennens, René Kübler, nach der Entstehung des Rennens zu befragen. Entwickelt hat sich ja so, dass wir zusammen im Krankenhaus vor 7 Jahren gelegen haben. Er das linke Handgelenk gebrochen, ich das rechte. Also die Kiste Bier haben wir gemeinsam gut ins Krankenhaus tragen können. Und dann war beim Blödeln irgendwann dann die Idee bei Herrn Henze geboren, zu sagen, wir müssen die Altstadt beleben. Warum können wir nicht so ein Seifenkistenrennen machen? Und da habe ich gesagt, ne, das ist doch ein Wort. Da versuchen wir doch mal was und bin dann auf Herrn Salomon zugegangen, Geschäftsführer vom BBZ Straßenverkehr, weil alleine konnten wir die Geschichte als Horizont TV nicht stemmen. Und dann haben wir mit dem BBZ Straßenverkehr und der Stadtverwaltung gemeinsam das Seifenkistenrennen vor 7 Jahren ins Leben gerufen. Jetzt zählt das Rennen bereits zu einer festen Tradition. Zunächst legten sich die 15 Fahrer der Gruppe der 8- bis 16-Jährigen ins Zeug. Doch das 7. Jahr hat auch manchmal seine Tücken. An der gefährlichen Spitzkehre baute die Startnummer 1 Marvin Rösler gleich den ersten Unfall. Einsatz für Krankenwagen und Rettungskräfte. Nach dieser Unterbrechung ging es dann weiter mit den Startnummern 2 bis 4, die ohne Probleme das Ziel in der Elisabethstraße erreichten. Am Start jetzt das Boot. Drin sitzt am Ruder sozusagen Jonas Liebig vom Monte-Team. Knut Lasse mit der Startnummer 5 startete noch vorbildlich, kam aber leider auch nicht ins Ziel. Auch dem 9-Jährigen wurde die Spitzkehre zum Verhängnis. Die Nummer 1 ist in der Spitzkehre, was ja so ein bisschen die schwerste Fahrsituation ist, in den Reifenstapel. Dem Fahrer ist glücklicherweise nichts passiert, aber eine dahinterstehende Zuschauerin hat den Reifenstapel auf den Fuß bekommen. Aber nach meinem Kenntnisstand auch nichts Schlimmes. Schlimmer scheint der zweite Unfall gewesen zu sein, wo ein Kind leider in der Spitzkehre zu viel Geschwindigkeit drauf hatte, von dem Fahrzeug runtergefallen ist, das Fahrzeug dann alleine weitergefahren ist und einer Frau über den Fuß. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der Veranstalter ging es für sie noch glimpflich ab. Sie hatte zum Glück keine ernsthaften Verletzungen. Wie auch bei vielen Unfällen im Straßenverkehr hatten die Seifenkistenpiloten eine unangepasste Geschwindigkeit. Sie unterschätzten die Tücken der Spitzkehre. Die Fahrer wurden noch einmal gewarnt, an dieser gefährlichen Kurve rechtzeitig zu bremsen. Danach verlief das Rennen unfallfrei. Bei der Gruppe der 8- bis 16-Jährigen erreichte Dominik Fischer den 3. Platz. Der 8-jährige Maxi Gent fuhr als Zweitschnellster durch Ziel. Ebenfalls konnte er sich über einen 2. Platz im Designwettbewerb freuen. Sein Spanferkel-Express gefiel den Zuschauern. Der 14-jährige Leon Faubel aus Niedersachs-Werfen schaffte die Strecke in 37,4 Sekunden. Er war damit schnellster Fahrer bei den 8- bis 16-Jährigen. Platz Nummer 1 mit dem besten Design ging ebenfalls an einen Fahrer aus der jüngeren Gruppe. Tobias Hildebrand aus Sangerhausen hatte nach Meinung des Publikums mit seiner Kiste, mit der Brille, das originellste Aussehen. In der Gruppe der 17- bis 99-Jährigen starteten 17 Teilnehmer. Unter ihnen auch René Kübler, er erreichte mit seinem Silberpfeil Platz Nummer 3.
Die wissenschaftlichen Berechnungen der echten Nordhäuser Seifenkiste haben sich bezahlt gemacht. Uwe Peters fuhr sich auf Platz 2. Die Nase vorn hatte bei der Gruppe der 17- bis 99-jährigen Roland Maßig aus Nordhausen. Er fuhr, auch wenn es nicht so aussah, mit seinem Elevator die Strecke in nur 35,53 Sekunden. Nach Siegerehrung und Preisübergabe war das 7. Nordhäuser Seifenkistenrennen nach rund 2 Stunden Geschichte. So dürfen sich jetzt schon die Fans der Mini Formel 1 auf das nächste Jahr freuen. Garantiert donnern und hoppeln dann wieder die Seifenkisten durch die Nordhäuser Altstadt.